Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Vielen Dank. Zu dem heutigen Abend zum Thema erneuerbare Energien. Ich möchte gerade mit Ihnen einsteigen. Vielleicht haben Sie es gelesen. Ein Artikel, der etwa vor 10 Tagen in der Appenzeller Zeitung gekommen ist, da hat es geheissen, wegen der tiefen Rückvergütungen von den St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken rendieren Photovoltaikanlagen nicht. Ist jemand da von der SRK? Also, in dem Fall kann ich da richtig loslegen. Die St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke sind ja von den 30 grössten EWs in der Schweiz auf dem letzten Platz mit ihren 4,75 Rappen. Und ich teile natürlich die Meinung oder die Kernaussage von dem Artikel, dass die SRK durchaus könnte den bernischen Kraftwerk folgen, wo anfangs von dem Jahr die Rückvergütung angehoben haben von 4,4 auf 8,9 Rappen. Wenn Sie auch finden, da sollte man etwas unternehmen. Der Artikel ist auch ein entstanden aufgrund von diesen Anlagen, die vor allem so 2012, 2013 gebaut worden sind, noch unter dem KEF-Modell, also kostendeckende Einspeisevergütung. Und ich finde das richtig, also wenn Sie auch der Meinung sind, da muss man etwas machen. Bei diesen Anlagen, die hat man damals mal auch grösser, ein bisschen grösser gebaut, als man es heute macht. Und vor allem die sehr grossen Anlagen haben natürlich mit dem tiefen Rückliefertarif ein Problem. Die Adresse da finden Sie auf der neuen Webseite der SRK. Die ist so schön, so ein bisschen violett und gel, müssen Sie mal schauen. Dort sind auch alle drauf von der Geschäftsleitung, hat auch vom Verwaltungsrat. Gehen Sie dort hin, adressieren Sie das bei der SRK. Die Ursache von dieser Situation, die wir hier haben, ist aber das Schweizerische Parlament. Das Parlament hat 2008 die kostendeckende Einspeisevergütung eingeführt. Und 2017 rückwirkend ab 2012 wieder abgeschafft. Dazumal, kostendeckende Einspeisevergütung, hat man in die ganze Anlage gezahlt. Über 20 Jahre. Da haben sie 30, 40 Rappen pro Kilowattstunde bekommen. So. Und dann ist ein bisschen eine Goldgräberstimmung entstanden. Oder? Es sind dann die Vertreter vom Bundesamt für Energie gekommen. Und die haben dann gesagt, ja, bauen Sie die Anlage, also das Geld kommt dann schon. Das haben die Leute auch gemacht ab 2012 und das Geld ist nicht gekommen. Also sie haben dann einen Mehrheitsentscheid gefällt im Parlament und haben gesagt, rückwirkend schaffen wir die KEF ab. Und zwar ab 2012, also alle, wo Anlagen ab 2012 gebaut haben, sind umverteilt worden und kommen einmal Vergütung über. Die ist zwar ein bisschen mehr, als sie heute ist, aber das ist nicht wirklich für die, die dort mal gebaut haben, nicht wirklich eine Lösung. Also, ab 2014 ist dann die Einmalvergütung für kleine Anlagen bis 10 Kilowatt und von dort an hat man dann so ein bisschen gemerkt, ja, da wird wahrscheinlich nichts da mit dieser kostendeckenden Einspeisevergütung. Auch da wäre jetzt der Adressat natürlich diejenigen Vertreter, die wir haben im Nationalrat und Ständerat. Da können Sie selbstverständlich auch denen schreiben. Ich sehe da allerdings kleinere Chancen, dass sich da noch etwas ändern wird. Ich habe aber auch Lösungsvorschläge, Lösungsansätze, mir überlegt, was denn möglich wäre, wenn man jetzt dort mal eine Anlage gebaut hätte. Es geht ja darum, dass Sie die überschüssige Energie möglichst klein halten und möglichst viel Strom selber brauchen. Die grosse Frage stellt sich natürlich, werden denn überhaupt jetzt noch Solaranlagen gebaut? Also ist das nicht völlig zusammengebrochen? Wenn man die Zahlen von Swiss Solar anschaut, also die Erhebung vom Bundesamt für Energie,
Dann sieht man folgendes Bild. Im Einfamilienhausbereich haben wir im 2017 einen Zuwachs von 38%. Das heisst, das Instrument der Einmalvergütung, das Sie etwa im Viertel der Anlage als Förderung bekommen, plus auch das Recht haben, um den Strom selber zu brauchen, das greift bei den Einfamilienhäusern. Bei den Grossanlagen funktioniert es nicht. Also da haben wir einen Einbruch von 31%. Und da ist auch die Politik gefordert, was können wir da machen, dass auf grossen Dächern wieder Photovoltaikanlagen gebaut werden. Es geht da aber jetzt um die Einmalvergütung. Die beiden Instrumente, die hat man jetzt ein bisschen angepasst. Die Einmalvergütung hat man von 2 auf 100 Kilowatt ausgedehnt und gleichzeitig auch das Recht zum Eigenverbrauch eingeführt. Ich mag mich noch erinnern, wo das gekommen ist. Also früher hat es wirklich Elektrizitätswerke gegeben. Die haben darauf bestanden, dass man den Strom nicht selber brauchen darf, den Solarstrom, sondern dass man einspeisen muss. Das waren so kleine Königsreiche. Die haben einfach gesagt, das musst du. Und man hätte denen wirklich per Gesetz müssen sagen, du musst jetzt das zulassen, dass du deinen Strom selber brauchen darfst. Wenn Sie also bereits eine Photovoltaikanlage haben und aus dieser Zeit noch zwei Zähler, ein Zähler Photovoltaik und ein Bezugszähler, dann müssen Sie schauen, dass das auch richtig funktioniert, also dem nachgehen, allenfalls würde nur ein Zähler langen. Also das ist ein wichtiger Hinweis. Was neu gibt, ist diese sogenannte ZEV, also der Zusammenschluss vom Eigenverbrauch. Da meint Folgendes, also Eigenverbrauchsgemeinschaft ist bis anhin auch schon immer möglich gewesen. Neu können Sie in dieser ZDV können auch zwei aneinander grenzende Einfamilienhäuser können sich verbinden. Das heisst, das eine Haus hat vielleicht eine bestehende Photovoltaikanlage, dann können Sie einen Graben machen zu Ihrem Nachbarn und ein Kabel hineinlegen und so eine Eigenverbrauchsgemeinschaft bilden. Das heisst, den Strom, den Sie sonst einspeisen würden, den können Sie am Nachbarn geben und Sie dürfen nicht mehr verlangen als von den Netzbetreibern verlangt, aber es ist für Sie immer noch interessanter, als den Strom einzuspeisen. Bin mal gespannt, wie viel das da machen. Das ist allenfalls ein Lösungsansatz, wenn Sie bereits schon eine Photovoltaikanlage haben. Wie funktioniert denn jetzt der Eigenverbrauch wirklich? Stellen Sie sich vor, Sie sind zuhause zuständig fürs Staubsaugen. Auch wenn es jetzt nur für kurz ist, sich das vorzustellen, aber Sie sind zuständig fürs Staubsaugen. Sie haben auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. So, das bedeutet also Eigenverbrauch. Der Strom fließt direkt, wenn die Sonne scheint, von der Photovoltaikanlage zu Ihrem Staubsauger. Der Strom geht nicht zum Haus aus über einen EW-Zähler und kommt über den EW-Zähler wieder zurück, sondern fließt direkt zu Ihrem Staubsauger. Das ist gemeint mit Eigenverbrauch. Der Umkehrschluss ist selbstverständlich auch, wenn die Sonne nicht scheint, dann können Sie ja auch nicht staubsaugen. Weil dann würden Sie ja nicht mit 100% Solarstrom den Staubsauger betreiben. Da in diesem Beispiel nochmals gleich aufzeigen, Sie sehen da Sonnenaufgang, das Dach der Netzbezug und dann fängt die Photovoltaikanlage an und da Sonnenuntergang, das ist eine Folie aus Bern, bei denen geht die Sonne relativ spät. Unter da hinten. Und da die Schnittmenge, also da ist eigentlich die überschüssige Energie, die Sie einspeisen. Und natürlich ist es interessant, wenn Sie möglichst viel von den Verbrauchern, die Sie haben, in den Bereich bringen, wo die Sonne Strom produziert. Also die Klassiker sind natürlich Waschmaschine, Geschirrspüler, da müssen Sie nicht mehr warten mit der Photovoltaikanlage bis zum Nachttarif, der besagte Staubsauger. Ein Klassiker ist natürlich der Wärmepumpenboiler, weil der Wärmepumpenboiler ist nicht gesperrt.
Das heisst, dort dürfen sie auch am Tag laufen lassen. Und das ist natürlich eine perfekte Anwendung für eine Photovoltaikanlage. Wir haben Kunden eine Photovoltaikanlage verkauft mit einem Batteriespeicher. Und natürlich hat man heute für alles auch eine App. Also auf dem Smartphone. Die haben mir dann gesagt, sie, zur Nacht habe ich da irgendein Gerät, da lernt mein Batteriespeicher. Und das war der Elektroboiler, oder? Also die Kunden sind dann sensibilisiert worden und haben dann mal geschaut, wo fließt überhaupt mein Strom an, nachdem dass sie eben eine Photovoltaikanlage und einen Batteriespeicher installiert haben. Eigenverbrauch, wie kann ich den erhöhen? Also Sie haben eine Photovoltaikanlage, da können Sie etwa ein Drittel, 30% können Sie bereits mit der Photovoltaikanlage selber brauchen, indem dass Sie die Stromverbraucher auf Sonne umstellen, wie wir jetzt gerade vorher davon geredet haben, kommen Sie auf 40% und mit einem Batteriespeicher auf 60%. Die Frage ist jetzt beim Batteriespeicher, ist denn da wirtschaftlich? Mit einem Batteriespeicher. Oder wenn wir da noch ein Elektroauto haben. Ja, also das Elektroauto mit Sonnen aufladen. Wenn ich arbeiten kann, bin ich ja gar nicht daheim. Also wie soll ich denn das Elektroauto aufladen? Das ist zwar schön da, man kommt bis auf 80%, aber wie mache ich das? Da noch die Auslegung, die wir anwenden für eine Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch heute. Wenn wir 6'000 Kilowattstunden Jahresverbrauch haben, nehmen wir da die 1'000:1-Regel, gibt etwa eine Photovoltaikanlage von 6 Kilowatt, das ist schon ziemlich eine gute Annäherung. Die Regeln führen wir noch weiter, wenn wir einen Batteriespeicher einsetzen, machen wir 1'000:1 und nehmen einen Batteriespeicher von etwa 6 Kilowattstunden Kapazität. Da kommen wir schon ziemlich näher daran an, dass wir dann 2/3, 60% circa vom Strom selber brauchen. Jetzt zu einem ganz wichtigen Tandem, wo immer wieder so verkauft wird. Das ist die Wärmepumpenheizung mit Photovoltaikanlage. Das hat insofern auch seine Berechtigung. Oh, jetzt bin ich da. Insofern auch seine Berechtigung. Die Wärmepumpenheizung ist das meistverkaufte Heizsystem inzwischen in der Schweiz. Sie sehen hier die grüne Säule, also von im Jahr, das ist Zahlen 2016, von 50'000 Heizanlagen sind zwischen 18.000 und 20'000 Wärmepumpenheizungen, gefolgt von Gas und Öl, übrigens immer noch ungefähr 60%, also 60% von Öl- und Gasheizungen werden wieder mit Öl und Gas ersetzt. Da staunen Politiker immer, wenn man so das erzählt, oder? Dass relativ viel wieder Öl und Gas eingesetzt wird. Und ich, wo ja Holzpelletskessel verkaufen, da, wir sind etwa bei 1'000, wir würden uns natürlich wünschen, dass alle auf unsere Seite umstellen, die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache, also die Wärmepumpenheizung wird einen wesentlichen Beitrag leisten in der Energiewende. Das ist sicher eine Tatsache. Das ist für alle Fälle auch ein Lösungsansatz bei einer Photovoltaikanlage, die schon besteht, die etwas grösser ist. Die Wärmepumpenheizung, wenn man die natürlich vergleicht mit einer Direktheizung, die es früher auch gegeben hat, braucht die auch entsprechend weniger Strom. Es ist sicherlich auch davon abhängig, ob Sie so ein Teil in einen Villa-Durchzug einbauen oder in ein gut isoliertes Haus. Genau. Was aber wichtig ist, wenn man jetzt da sieht, im Zusammenhang Wärmepumpenheizung mit einer Photovoltaikanlage zu betreiben. Sie sehen hier eine Folie, die eigentlich aus der Solarthermie kommt, aber sehr gut auch zutrifft, da unten der Jahresverlauf, auf Heizen mit einem Wärmepumpensystem. Sie haben hier den Wärmebedarf, das sind so die halben Hügel da am Rand, da und da, oder? Und da haben Sie Photovoltaikproduktion. Also man sieht auch auf einen Blick die überschneidende Menge zwischen dem Angebot von der Sonne und dem Wärmebedarf, das ist da Frühling und Herbst. Das ist der Teil, wo man
kann auch eine Photovoltaikanlage einsetzen in der Übergangszeit, um eben die Wärmepumpe zu betreiben. Und mir ist es noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass man nicht sagt, du hast mit der Wärmepumpe einen Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden, also machen 15 Kilowatt-Anlage. Sondern wir gehen an und rechnen von der Wärmepumpe vom Bedarf, also wenn jetzt ein Verbrauch ist von 9.000 Kilowattstunden, rechnen wir nur ein Drittel anrechnen von der Wärmepumpe, damit wir dann eben da nicht zu viel überschüssige Energie erzeugen. Also wenn wir jetzt bereits schon eine Anlage haben von 6 Kilowatt, dann rechnen wir für die Wärmepumpe noch ein Drittel dazu, die 3 Kilowatt, und kommen dann da etwa auf die 9 Kilowatt 50 Quadratmeter. Das mit dem Elektroauto. Ich weiß nicht, ob Sie die zwei Herren da rechts kennen. Der auf der rechten Seite ist ein Politiker. Und der links, der ein Kopf grösser ist, das ist der Professor Günther Schuh von der Technischen Universität in Aachen. Der hat, der Deutsche Post hat einen elektrischen Lieferwagen gemacht für die Deutsche Post. Und der Deutsche Post hat das so gut gefallen, dass sie ihm gerade die ganze Firma abgekauft hat. Dann hat er ein bisschen Geld gehabt und das Geld hat er in ein Elektroauto investiert. Und was er gemacht hat, er hat sich gesagt, viele haben ja ein Zweitauto. 70% der Schweizer Haushaltungen haben ein Zweitauto. Und das Zweitauto steht wahrscheinlich auch einige Stunden daheim. Also, darum wäre da eine ideale Anwendung jetzt für ein Elektroauto. Man fährt übrigens pro Tag mit dem Auto in der Schweiz im Durchschnitt 27 Kilometer. Und viele von diesen Autobauern sagen, die Reichweite ist weit, wegen der Reichweiteangst. Alle Leute haben Angst, sie bleiben stehen, oder? Mit dem Elektroauto. Er hat jetzt da umgekehrt und gesagt, wir wollen mal ein bezahlbares Auto schaffen. Und das hat er gemacht. Das ist das Auto da links. Und das kostet inklusive Batterie, können Sie bestellen, 15.900 Euro. Also umgerechnet etwa 18.000 Franken. Im Vergleich zum Beispiel mit einem VW E-Up, also, der kostet jetzt 31.000 Franken. Also es ist doch ein deutlicher Unterschied und es ist wirklich spannend, wie sich da weiterentwickelt. Spannend ist bei diesem Auto auch, dass Sie da nicht eine Ladestation oder so brauchen. Wenn Sie 50 Kilometer fahren, können Sie das Auto an einer ganz normalen Haushaltssteckdose wieder aufladen und ist natürlich auch perfekt für eine Photovoltaikanlage, weil es nicht so viel zücht. Also nicht so viel, dass es die Solaranlage gar nicht könnte liefern in dem Moment. Und auch so können Sie wieder überschüssige Energie abbauen. Zu den Facts, was kostet denn der Strom vom Dach von einer Photovoltaikanlage? Wir haben das bei mehreren Anlagen durchgerechnet, angeschaut und sind auf 10 Rappen pro Kilowattstunde gekommen. So viel kostet heute der Strom von einer Photovoltaikanlage. Und je mehr dass Sie einsparen, da oben die 17,48 Rappen, die kommen von der Elkom. Die Elkom ist die Elektrizitätskommission, die alle EWs in der Schweiz vergleicht und deshalb so einen Mischtarif gemacht hat zwischen Hoch- und Niedertarif. Und da gibt es so einen Einheitstarif, das ist bei der SAK 17,48 Rappen. Das heisst, alles, was Sie einsparen, ist natürlich ein gutes Geschäft. Also wenn Sie eine Photovoltaikanlage bauen können, sich vom Dach oben runter kommen Sie da für 10 Rappen über. Und Sie müssen für 17,48 Rappen den Strom einkaufen, das ist ein gutes Geschäft. Auf der anderen Seite, wenn Sie den Strom ins Netz einspeisen, bei der SAK, da sieht man hier sehr schön, das ist ein schlechtes Geschäft. Und darum ist es wichtig, den Teil, den oberen Teil, möglichst gross zu machen. Da sehen Sie noch das Tool, mit dem wir das ausrechnen. Wie kommen wir auf die 10 Rappen pro Kilowattstunde? Wir nehmen die Investition minus die Förderung durch die Anzahl Kilowattstunden, die wir in 25 Jahren mit einer Photovoltaikanlage machen.
Das ist jetzt eine relativ vereinfachte Rechnung, aber die stimmt schon ziemlich genau. Man sieht da wieder den Eigenverbrauch, da kommen wir auf 31% und links neu jetzt auch die Unabhängigkeit. Das heisst, 30% vom Strom produzieren sie selber, 70% beziehen sie aus dem Netz. Da denken Sie sich, ja, aber eigentlich hätten wir schon noch ein bisschen mehr vorgestellt. Aber wie wir gehört haben, also im Stromnetz in der Schweiz haben wir zurzeit 2,7% Solarstrom. Also wenn Sie eine Photovoltaikanlage machen, dann tun Sie die Energiestrategie 2050 für sich selber bereits schon gross vorzeichnen und machen das heute schon. Ein Batteriespeicher haben wir auch ausgerechnet im Vergleich mit dem Mixtarif. Ein Batteriespeicher ist jetzt hier im Vergleich kommen wir auf 15,5 Rappen mit einem Förderbeitrag und auf 17 Rappen ohne Förderbeitrag. Die Idee ist ja von einem Batteriespeicher, dass man einfach hier die überschüssige Energie zwischenpuffern und dann hier verlagert auf die Nacht. Also das ist jetzt, da muss man sagen, ja, das ist ja nicht wirklich wirtschaftlich, oder? Also, wenn man jetzt da die Zahl sieht, im Vergleich sind wir knapp, haben wir die Schwelle unterschritten von diesen 17,48 Rappen. Aber offensichtlich gewichten die, die einen Batteriespeicher reintun, die Unabhängigkeit mehr als die Wirtschaftlichkeit. Und inzwischen verkaufen wir jede zweite Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher. Und ich weiß nicht, ob das die Idee war von der SRK, aber sie hilft uns natürlich, weil viele Leute sagen, also wenn ihr mir nur noch so viel Geld gebt, tue ich so einen Speicher rein und tue den Strom selber einspeichern und selber nutzen. Da sehen Sie noch die Preise von dem Batteriespeicher, von dem Wattspeicher, das ist der hier, Investition. Der Förderbeitrag, es gibt Förderbeitrag im Kanton Appenzell-Ausserrhoden und im Thurgau. Das ist die Grösse jetzt von so einem Batteriespeicher, wo man sehr gut nachrüsten kann. Den Batteriespeicher von der Warta kann man auch ausbauen. Das ist der eine Vorteil. Und er wird nach dem Wechselrichter eingebaut. Wenn man nach dem Wechselrichter geht, dann sagt man dem AC für Wechselstrom, also das ist ein AC-Speicher, vielleicht werden Sie auf diese Begriffe mal stoßen. Wenn Sie einen vor dem Wechselrichter einbauen, dann ist es ein DC-Speicher und die sind in der Regel nicht nachrüstbar. Der allerdings, der Speicher von der Warta, der ist nachrüstbar. Das Modell da hat uns der Solarmarkt zur Verfügung gestellt. Da können Sie mal schauen, ob der bei Ihnen zuhause würde reinpassen. Ich habe noch eine Aufteilung gemacht von den Kosten. Ein Kuchendiagramm, wie setzen sich heute die Kosten zusammen von einer Photovoltaikanlage. Was sich sehr verändert hat, haben Sie bereits schon gehört, in den letzten 10 Jahren, die Materialpreise, die sind massiv zurückgegangen. So, inzwischen ist in dem Kuchendiagramm die Montage ein relativ grosser Anteil. Hier rausgezogen habe ich den Preis vom Solarmodul von dieser Gesamtinvestition, das ist jetzt eine 6 Kilowatt Anlage, von 17.200 Franken. Sie sehen hier rechts noch den Förderbeitrag vom Bund. Es gibt auch zum Teil Gemeinden, die Förderbeitrag geben. Vor allem im Kanton St. Gallen. Also im Kanton Appenzell müssen Sie nicht schauen, ob Sie noch zusätzlich etwas überkommen. Sie kommen nichts über. Also wenn ich noch vergessen habe, den Batteriespeicher vorher, wenn ich da den Herrn Nenni anschaue, die Gemeinde Herisau gibt noch eine zusätzliche Förderung für Batteriespeicher. Das muss man jetzt doch noch erwähnen, oder? Also. Das Ganze ist steuerlich abzugsfähig, sehr wichtig, dass Sie Investitionen in erneuerbare Energien können Sie zu 100% von den Steuern abziehen. Ich habe da den Schnitz, den ich da rausgezogen habe, noch verglichen, das ist eigentlich der Bereich, wo Sie die Kosten von einer Photovoltaikanlage noch ein bisschen mitbestimmen können. Nämlich in dem, was für ein Solarmodul setzen Sie ein.
Ich habe hier drei Typen dargestellt. Ist eigentlich ein bisschen wie der Migros. Oder der Migros können Sie auch Budget haben. Und ökologisch und wie heisst dort, Selektion und Prämien. Also Sie haben da auch ein bisschen die Auswahl. Budget ist sicher das günstigste Produkt. Da habe ich den Förderbeitrag bereits schon abgezogen. Das sind wir eben mit diesen 10 Rappen pro Kilowattstunde. Es gibt noch Firmen in Deutschland, so, wo Solarmodule produzieren, zum Beispiel die Firma Aleo. Man sieht, der Unterschied ist jetzt da gar nicht so gross, ob man dann so ein Modul nimmt oder dann das Modul, das Sie hier sehen, von der LG. Das LG-Modul ist sehr gut daran zu erkennen, dass Sie da so ganz dünne Silberfäden haben, 12 dünne Fäden, die anderen haben meistens 4 von diesen Sammelleitungen. Und dadurch, dass Sie mehr von diesen Sammelleitungen machen, versuchen Sie auch noch ein bisschen mehr rauszukitzeln aus diesem Modul. Und es wirkt auch dezenter, weil die viel weniger auffallen. Das ist sicher Best-of-Class-Modul. Also, das gehört zu den besten 5%. Und viele Kunden wählen auch, wir haben es vorher bereits schon gehört, das dunkles Modul, also ein Modul, wo sowohl der Rahmen schwarz ist, als auch die Hintergrundfolie. Das hat den Vorteil, dass es wesentlich dezenter wirkt. Also da ist so ein Nachteil, man sieht auch den preislichen Unterschied jetzt zum Budgetmodul, Premiummodul, 2400 Franken. Ja. Das ist ein Detail, wo man noch ein bisschen bestimmen kann, wie teuer eine Photovoltaikanlage soll werden. Ich komme nochmal zurück zu ihm. Zu ihm, der Staub gesaugt hat. Er hat inzwischen sich eine Photovoltaikanlage angeschafft und einen Staubsauger-Roboter. Und dann hat er sich gedacht, wenn ich jetzt so einen Tag habe, wo Wolken, Sonne ist, dann kann ich ja den Staubsauger-Roboter gar nicht mit 100% Solarstrom betreiben. Deshalb hat er auch noch einen Batteriespeicher reingetan. Die Folge von dem ist, das kennen wir schon, das Bild, oder, wo man sagt, ja. Aber die folgende ist noch viel besser. Da ist die da ganz zum Schluss. Gut. Besten Dank.